Liebe von dir? Sehr unwahrscheinlich, würde ich mal sagen. Künstliche Lebensformen wie ihr besitzen so etwas nicht, weder du noch Cutie Honey. Was redest du da? Ganz einfach, ihr seid keine Menschen. Ihr seid das Resultat wissenschaftlicher Versuche mit einem Transformer. Gefühle wie Liebe besitzt ihr also nicht. Genauso wenig wie in diesem kleinen Blümchen dort ein Herz schlägt. Künstlich? Nur das Resultat wissenschaftlicher Versuche? Das kann doch gar nicht sein. Das Glück, die Liebe zu entdecken. Seras Tod. Was? Wir sind keine Menschen? Wie kannst du das sagen? Das ist eine hinterhältige Lüge. Wir sind beide Dr. Kisaragis Töchter, nicht wahr? Worauf wartest du, Papa? Sag's ihm. So rede doch! Wie könnte er? Zu viele Jahre schon erzählt er diese Lüge, sodass er inzwischen fast selbst daran glaubt. Da fällt es schwer, die Wahrheit zu sagen. Was heißt das? Ich tue es für ihn. Ich werde euch über das große Geheimnis eurer Geburt aufklären. Dr. Kisaragi und ich waren rivalisierende Wissenschaftler, Konkurrenten bei der Entwicklung des universalen Materietransformers. Endlich ist er fertig. Dies ist der universale Materietransformer. Er kann chemische Elemente in jede beliebige Form umwandeln. Er wird die Menschheit voranbringen. Herzlichen Glückwunsch, Dr. Kisaragi. Es sieht ganz so aus, als hätte ich das Rennen verloren. Prinz Zero. Aber das spielt keine Rolle. Ein Jammer, dass dieses Meisterwerk, diese wissenschaftliche Revolution künftig nur der Herstellung von Diamanten und Gold dienen wird. Was? Sie haben richtig verstanden, das Ergebnis Ihrer Forschungsarbeit. Der universale Materietransformer wird in Zukunft der Pentaclaw gehören. Wir können besitzen, was wir wollen. Die Welt wird sich so entwickeln, wie wir es bestimmen. Warum habe ich den Transformer bloß erschaffen? Was habe ich nur getan? Ich muss jetzt handeln. Ich muss unserer Welt ihren Frieden bewahren. Ich lasse die Kraft der Liebe, die in ihm steckt, nicht missbrauchen, Prinz Zera! Ich schütze sie! Was ist passiert, Doktor? Sehen Sie. Wo haben Sie das her, dieses Kind? Dieses Kind ist die Frucht meiner Liebe. Ach, wirklich? Sehr interessant. Somit kann der Transformer nicht nur chemische Elemente verwandeln, sondern ist in der Lage, Leben zu erschaffen. Welch eine Chance! So, Dr. Kisaragi, her mit dem universalen Materietransformer und zwar schnell! Nein, Sister Jill! Was soll das? Ich kann meinen Transformer nicht in eure Hände geben. Ihr würdet ihn nur missbrauchen. Nachdem er geflohen war, gab er dem Baby den Namen Honey und zog es auf. Dabei versteckte er sich die ganze Zeit vor der Pentaclaw. Ich war dieses Baby? Das heißt ja, ich bin gar nicht wirklich dein Kind, Papa. Sag doch was! Es tut mir so leid. Oh nein! So wurde also an jenem Tag das Labor total zerstört. Sämtliche Unterlagen über den Transformer sind Opfer der Flammen geworden. Und doch, wie durch ein Wunder war ein Transformer heil. Und er trug Leben in sich. Dank meiner Erfahrungen gelang es mir, diesen Transformer wiederherzustellen. Und mit Hilfe meiner Mutter, Pentazora, vervollkommnete ich ihn. Was geschah weiter? Ich erinnere mich, dass ich in einem Feuer allein gelassen wurde. Das ist manipuliert worden, sowohl die Erinnerung als auch der Hass. Sie wurden dir ins Herz gepflanzt. Hasse! Hasse deinen Vater!
weil er dich verlassen hat und hasse deine Schwester. Ich hasse. Beide hasse ich. Ich hasse den Vater und ich hasse die Schwester. Und ich habe gelobt, Dr. Kisaragi zu übertreffen. Dazu gehört es, Cutie Honey zu vernichten. Ich fasse es nicht. Wollen Sie sagen, Cera ist nur das Werkzeug Ihrer schmutzigen Strategie? Stimmt, und sie hat hervorragend funktioniert. Es lief alles wie geplant und sie war in der Lage, Cutie Honey endlich zu besiegen. Ich bin Dr. Kisaragi überlegen und das ist durch ihre Tat eindeutig bewiesen. Nein, das ist nicht wahr, das ist alles nicht wahr! Cera! Honey! Prinz Cera, man kann die Kraft der Liebe niemals nach einem Kampf beurteilen. Die Pentaclaw hat ihre ganz eigene Logik. Stärke gleich Recht. Cera hat sich heute als die Stärkere erwiesen. Nun wird Pentazora ihre Existenz endgültig gutheißen. Wer bist du denn? Im Grunde geht es mir ganz genauso wie dir. Weil ich ja auch nichts weiter als eine Puppe bin. Eine Marionette geführt von Prinz Cera. Aber so gut ich auch an den Fäden tanze, er wird sich niemals für mich interessieren. Mir niemals wirklich Beachtung schenken. Ich weiß ja, dass ihm nichts, aber auch überhaupt nichts an mir liegt. Ich hasse das. Wie ich alles hasse. Nein! Du brauchst doch nicht traurig zu sein, Cera. Du hast ja mich. Was? Wer spricht da? Ich bin es, Dark Panther. Ein weiteres Produkt deiner Gefühle. Ein Produkt? Meiner Gefühle? Das kann nicht sein. Du glaubst es mir nicht? Ich werde es dir beweisen. Ich sage dir, was du gerade fühlst. Du wirst von Einsamkeit gequält. Glaubst, dass dich keiner liebt, zitterst und bist ganz allein. Nein, so ist es nicht. Ich werde von niemandem auf der Welt geliebt. Von meinem Vater nicht, von meiner Schwester nicht, nicht von Prinz Cera. Ich kann nur noch hassen. Ich wünschte, diese Welt würde endlich untergehen. Nein, sei still, sei still. Ist ja gut. Ich werde sie alle für dich aus dem Weg räumen. Nur keine Sorge. Was sagst du da? Wer soll zuerst dran glauben? Deine Schwester, dein Vater oder Prinz Cera? Du wirst ihn! Nicht aufregen. Durch dich wurden zu oft Geschöpfe wie ich in die Welt gesetzt. Dein Transformer ist dadurch ziemlich stark abgenutzt worden, Cera. Wenn du dich das nächste Mal verwandelst, dann wird er wahrscheinlich ganz schnell zerspringen. Teile deine Energie ein. Du willst doch sicher nicht sterben, bevor du dich an allen gerecht hast. Warte! Warte! Wie kann ich sie nur aufhalten? Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Das hat er mir damals gegeben. Angeblich hattest du es ihm anvertraut. Das ist nur ein Schalter. Mit seiner Hilfe gelingt es dir, den universalen Materietransformer zu aktivieren. Er selbst jedoch ist ein Teil deines Körpers. Mit dem Transformer kannst du jede Gestalt annehmen, die du willst. Und jeden beliebigen Gegenstand herstellen. Ja, und sogar Wunden kannst du mit dem Transformer heilen. Honey, ich versichere dir, dass ich dich da niemals mit hineinziehen wollte. Ich wäre so glücklich, wenn du ein ganz gewöhnliches Mädchen wärst und von alledem gar nichts wüsstest. Nichts davon zu wissen wäre mir lieber. Honey! Allein die Tatsache, dass ich nicht mehr dein Kind sein soll. Diese Vorstellung ist für mich unerträglich, Papa. Ich wäre viel glücklicher, wenn ich gar nicht erst auf die Welt gekommen wäre. Was soll das? Was tun Sie da? Wie kannst du nur glauben, dass ich dich jemals als künstliches Wesen betrachtet hätte? Ich sah in dir nie was anderes als meine Tochter. Du wurdest als Folge meiner unermesslichen Liebe geboren.
Denn all diese Liebe habe ich auf dich konzentriert und so kamst du zur Welt. Ich bin damals unendlich glücklich gewesen, Honey. Du bist die Frucht meiner Liebe, also auch mein Kind. Wer ist da? Sarah! Es ist aus! Alles ist aus, aus und vorbei! Beruhige dich. Alles wird gut. Ich bin ja jetzt bei dir, Sarah. Weißt du, ich bin auf einmal so verzweifelt gewesen. Ich habe an allem gezweifelt. Dann spürte ich in meinem Herzen einen wahnsinnigen Schmerz. Und es kam heraus, mein anderes Ich trat hervor. Es ist verrückt. Es ist wild auf Rache. Wahrscheinlich bringt es Prinz Zera um. Sarah töten. Wenn wir es zulassen, richtet es Schlimmeres an, als wir uns vorstellen können. Seiji, hilf mir! Das ist viel verlangt nach allem, was in den letzten Tagen geschehen ist. Ich hasse das alles. Es ist furchtbar und so peinlich. Ich habe nur keine Wahl, versteht ihr? Ich kenne niemanden sonst, den ich bitten kann. Niemanden! Oh. Sarah! Bitte haltet es auf. Haltet das Monster auf. So schüchtern, Prinz Zera? Hält dich etwa dein Mitleid davon ab, mich anzugreifen? Oder ist es sogar Liebe? Willst du mir nicht sagen, wer du bist? Na, wer schon? Ich bin Zera. Die Zera, die du verraten hast. Ich bin ihr verwundetes Herz! Kannst du dir vorstellen, wie sich jemand fühlt, der alles verloren hat, woran er geglaubt hat? Kannst du den Schmerz nachempfinden, wenn man sich selbst verloren hat? Du wirst gleich eine ganze Menge dazulernen. Auch über den Schmerz in meinem Herzen. Dann steht demnach dein Entschluss fest. Honey, Bummauer! Wer ist da? Du? Sarah? Du Teufel, der du an Sarahs Herz nagst! Lass sie zufrieden, verschwinde von hier! Ich verstehe gar nicht, warum du dich mir in den Weg stellst. Ich tue immerhin nichts anderes, als dir deine Wünsche zu erfüllen. Was redest du? So etwas habe ich mir nie gewünscht. Hör auf zu lügen! Sieh her, so viel Hass hast du in dir getragen. Einen Hass, der stark genug ist, um alles auf der Welt in Flammen aufgehen zu lassen. Seiji, was ist Seiji? Zera! Bleib stehen! Hör sofort auf! Es ist genug! Warum denn nur? Ich erfülle doch genau das, was du dir gewünscht hast. Dieses Feuer, es wird alles, was dich ärgert, in den lodernden Flammen deines abgrundtiefen Hasses untergehen lassen. Na, was hast du? Deine Angst ist überflüssig. Wir erschaffen uns eine neue, eine friedliche Welt, eine Welt nur für uns alle. Sarah. Ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll. Ich sehe mein anderes Ich. Doch selbst wenn du bei mir bist, bin ich einsam.
Sieh mal an, dann willst du mich also allein lassen, ja? Sarah! Dann stirb! So gut wie tot. Dein Transformer ist ja nicht viel mehr als ein Stückchen Schrott. Wenn du ihn zwingst, in Betrieb zu gehen, wird er platzen. Na und, was willst du tun? Du willst also trotzdem gegen mich kämpfen? Willst dich verwandeln, um mich zu besiegen? Sarah! Vater, das tue ich für dich. Danke für die Kraft der Liebe, die ich spüre. Ich liebe dich. Der weg, Honey. All der schreckliche Hass, den ich die ganze Zeit im Herzen hatte, ist vergangen. Sarah! Sarah! Endlich ist alles gut. Von nun an sind wir vereint, Vater. Wir sind alle in Liebe vereint. Wie schön. Das habe ich mir immer gewünscht. Oh, Sarah! Hör auf zu weinen. Das steht dir gar nicht, Honey. Sonst siehst du nicht aus wie meine hübsche Schwester. Transformer ist Sarahs Herz.